Frau Chefredakteurin, wie sollen wir darauf reagieren? Schau, was in diesem Brief geschrieben steht. Das ist schon die zweite Drohung. Was meinst du mit zweiter Drohung? Wo ist denn die erste? Chefredakteurin Euphrasie? Wir sind da. Kommt gerade rechtzeitig. Habt ihr etwas rausgefunden? Wir haben herausgefunden, dass Herr Arthur von einer Frau, die sich Krähe oder Amsel nennt, gestohlen wurde. Sie hegt scheinbar irgendeinen Groll gegen euch. Sie hat einen Drohbrief am Tatort hinterlassen. Es wurde zwar von jemandem mitgenommen, aber wir haben ihn wiedergefunden. Wie bitte? Es gibt also wirklich einen ersten Drohbrief? Kann ich ihn mir mal ansehen? Was? Also dann ist das etwa Chefredakteurin Euphrasie. Woran erinnerst du dich? Schaut euch bitte zuerst das an. Das ist der zweite Drohbrief, den wir heute Morgen erhalten haben. Der Verfasser scheint sehr aufgewühlt zu sein. Allem Anschein nach zeigt eure Zeitung keinerlei Reue, was mich vor Wut kochen lässt. Da ich euch auf diese Weise nicht zur Einsicht bekehren kann, bleibt mir nichts anderes übrig, als mein Versprechen wahrzumachen und Herrn Arthur in drei Teile gehackt in der Wildnis zu begraben. Zusammen mit ihm werde ich auch die Übeltaten eurer Zeitung von vor 30 Jahren begraben. Außerdem habe ich auch absichtlich folgende Informationen verbreitet. Die Schatzkarte könnte immer noch einen Hinweis auf Dr. Mossos Basis enthalten. Es könnte ganze Scharen von Schatzjägern anlocken, nicht wahr? Zu jenem Zeitpunkt werden die Verbrechen eurer Zeitung zusammen mit dem Leichnam des Dampfvogels ans Licht kommen. Hochachtungsvoll, Krähe oder Amsel. Himmel, Herr Arthur wird doch wohl nicht... Herr Arthur hätte nicht leiden dürfen. Wir haben den ersten Drohbrief doch nie erhalten. Dann ist nur dieser Baulat schuld. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass sie Schatzjägertruppen organisieren. Sie haben es sicher auch alle auf Dr. Mossos Basis abgesehen. Aber sie werden vermutlich nur den zerstückelten Herrn Arthur finden und einige unaussprechliche Dinge, die die Zeitung getan hat, oder? Agentin Talushard? Ich weiß, dass es Marechaussee Phantom auch eine Akte zu dem Fall hat. Aber hier geht noch etwas anderes vor sich, von dem selbst ihr nichts wisst. Glaubt mir. Weißt du etwa schon, wer den Brief geschrieben hat? Es ist zwar nur eine Vermutung, aber ich denke, es könnte Dr. Mossos Enkelin, Frau Melo Lombroso, gewesen sein. Enkelin? Also will sich ein Familienmitglied an sie rächen? An uns rächen? Dann könnte es wohl sein, dass ihr Titel Krähe oder Amsel eine Frage von ihr ist. Eine Frage? Leute, wir haben keine Zeit zu verlieren. Es spielt keine Rolle, ob die Inhalte in diesem Brief wahr oder falsch sind. Sobald sie aber an die Öffentlichkeit geraten, werden sie garantiert den Ruf unserer Zeitung schädigen. Würdet ihr euch jetzt bitte auf den Weg machen und diese Sache für die Zeitung zurückholen? In der Zwischenzeit werde ich Frau Melo sofort kontaktieren. In diesem Fall habe ich auch eine Bitte, Chefredakteurin Euphrasie. Hast du Hinweise zu Dr. Mossos Forschungsbasis? Du willst das... Ich habe tatsächlich einige Informationen in dieser Sache, aber ich kann mich nicht garantieren, dass sie dir helfen werden. Ich kann euch versichern, dass ich euch alles sagen werde, was ich weiß. Nachdem diese Sache rum ist, zumindest könnte das einige eurer Fragen beantworten. Was haltet ihr davon? Hört sich gut an, nur Fragen? Wartet mal, Paimon hat noch eine Frage. Auf der Karte sind drei Orte eingezeichnet.
Aber wo sollen wir zuerst hingehen? Die Zeit drängt. Sollten wir uns besser aufteilen? Curve und ich gehen zum einen Ort, Palmer und Palmer und Shiro zum anderen. Wer zuerst fertig ist, geht dann zur letzten Stelle. Also gut, anscheinend bleibt uns nichts anderes übrig. Orlando, du schaffst das. Hä? Kevin, was machst du denn hier? Nur Paimon und Schwester Shiro, seid ihr auch hier? Um nach Herrn Arthur und dem Schatz zu suchen? Wenn selbst Kevin davon weiß, muss sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreiten haben. Ich bin aber nicht wegen des Schatzes hier, sondern ich möchte nun Herrn Arthur zurückbringen. Ja, tut sie. Sie ist auch mitgekommen, aber wir haben uns aufgeteilt. Oh, ich möchte mich noch bei euch bedanken. Nachdem ihr damals gegangen wart, habe ich noch lange nachgedacht, dann habe ich beschlossen, zu Mama zu gehen und wir haben offen und ehrlich über so viele Dinge gesprochen. Komm schon. Also hast du dich mit deiner Mama wieder vertragen? Paimon hat sich schon gewundert, warum du heute so höflich bist. Hehe, Paimon freut sich wirklich für euch. Also lasst uns jetzt schleunigst Herrn Arthur finden. Ja, ich denke, dass er ziemlich gut versteckt wurde, sonst hätte Baulande ihn schon längst aufgespürt. Uff, uff. Oh, dieses Hündchen kommt Paimon bekannt vor. Ja, Shiro, ist das nicht das Hündchen von Onkel Rocha? Onkel Rocha, aber meine Mama hat ihn mir geschenkt. Er heißt Baulande. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe ihm Papas Namen gegeben, weil ich damals wütend auf ihn war. Ich habe mich damals mit meiner Mama gestritten und habe meinen Ärger an ihm ausgelassen und ihn fortgejagt. Aber zum Glück sind wir uns heute wieder begegnet. Bist du nun Baulande oder Lombroso? Naja, auch egal. Jetzt ist viel wichtiger, Herrn Arthur so schnell wie möglich zu finden. Ist das hier der Ort, der auf der Karte verzeichnet ist? Wo könnte er nur versteckt sein? Warum hat nicht derjenige, der den Schatz versteckt hat, irgendwas zurückgelassen? Baulande hat ein scharfes Gespür und hätte ihn im Handumdrehen gefunden. Stimmt, Shiro. Sieh mal in deiner Tasche nach, ob wir etwas gebrauchen können. Den Brief, hä? Ui, habt ja wirklich etwas. Baulande muss ja etwas gefunden haben. Ist das in dem Loch, aber die Öffnung ist viel zu klein. Sollen wir da nur hineinkommen? Paimon muss das nicht machen. Ich kann es. Paimons Kleider sind viel zu hübsch. Es wäre schade, wenn sie dreckig würden. Lass mich das machen. Was? Wie stellst du dir das vor? Wenn da drin nun etwas Gefährliches lauert... Kinder haben vor gar nichts Angst, hehe. Wartet einfach kurz hier auf mich. Ich habe ihn gefunden, er war wirklich hinten da drin. Du hast dich wirklich verändert, Kevin. Du hilfst jetzt sogar dabei, die Probleme anderer zu lösen.
Vielen Dank, Hihi. Lass uns gleich mal nachsehen, was in der Truhe ist. Was sind die Flügel von Herrn Arthur? Das war mit der Kiste gemeint. Ich habe mich schon gewundert, wo die Kiste ist. Lol, in der Story einfach. Ah, hör auf, ich gebe auf. Sein Zufall, sucht ihr etwa alle nach dem Schatz? Was macht ihr hier? Vertraut ihr mir nicht? Balbeere, wir sind auf der Suche nach Herrn Arthur. Seid ihr wegen des Schatzes hier? Ja, dachte ich es mir doch schon, dass der alte Hund die Nachricht draußen aufgeschnappt hatte und nach dem Schatz suchen würde. Und ich habe ihn erwischt. Also, Agenten, würdet ihr mir die Kiste überlassen? Ich bin nur auf der Suche nach Herrn Arthur. Und wenn ich ihn zur Zeitung zurückbringe, würde ich vielleicht eine Arbeit bekommen. Dann könnte ich damit ein paar Mora verdienen und die Sachen meiner Frau zurückholen. Pa, wie erbärmlich. Rocha, du alter Hund, glaubst du etwa, dass dich deine Frau wegen so etwas verlassen hat? Sie ist gegangen, weil du kein richtiger Mann bist. Verpasse dem Gegner eine Abreibung, wie gerade eben. Wenn deine Frau das sieht, wird sie sich garantiert wieder in dich verlieben. Wirklich? Natürlich. Also sei ein richtiger Mann und überlass ihnen den Schatz, sonst wird deine Frau nie im Leben zu dir zurückkommen. Sag doch sowas nicht. Onkel, mach dir keine Sorgen. Paimon und die anderen sind ganz nette Menschen. Wenn du ihnen hilfst, werden sie dir auch helfen. Ich bin euch so dankbar. Bitte nehmt das hier. Noch eine Kiste. Das ist der Körper von Herrn Arthur. Oh, wie grausam. Aber gibt es noch etwas? Baulande, komm still. Wir gehen zum nächsten Ort. Oh, Lombroso, wo bist du denn hingelaufen? Ich dachte schon, du willst mich auch nicht mehr. Lombroso? Onkel Rocha, du scheinst ihn zu verwechseln. Er heißt Baulande. Was? Wenn Lombroso nicht an meiner Seite gewesen wäre, wäre ich wohl niemals so weit gekommen. Ich würde ihn niemals verwechseln. Ich würde ihn auch niemals verwechseln. Was geht denn nur vor sich? Hä? Könnte es nicht euch beiden gehören? Denn auch ich hatte schon mehr als ein Zuhause. Oh, das hat Sinn. Kevin hat das Hündchen leichtsinnig vergrault. Und als es dann Onkel Rocha begegnet ist, ist es mit ihm umhergezogen. Wirklich? Das Hündchen wird laufgeregt mit dem Schwester, wo sie sagen, genau so ist es. Balbeere, dass du es überhaupt noch wagst, den Mund aufzumachen. Selbst der Hund vergisst seine beiden Herrchen nicht. Während du deinem Meister bereits zweimal hintergangen hast.
Du hinterlistiger Hund, ich werde dich jetzt dem Regisseur Phantom ausliefern. Dann werden wir gemeinsam untergehen. Also Freunde, auf Wiedersehen. Besucht mich doch einmal im Fort Meropide. Wer möchte dich denn dort besuchen wollen? Das ist ja egal. Kümmern wir uns nicht um sie. Wir sollten jetzt schleunigst den allerletzten Ort aufsuchen. Oh Kevin und Onkel Rocher, wollt ihr euch um das Hündchen streiten? Natürlich nicht. Ich war derjenige, der es vermasselt hat. Von nun an kann Baulande bleiben, wo er will. Ich habe auch nichts dagegen. Lombroso hat in einer schwierigen Phase meines Lebens zu mir gehalten. Dann werde ich ihn auch unterstützen. Jawohl. Nicht, dass uns doch jemand zuvorkommt. Hier los. Ich sage es noch einmal. Aus dem Weg. Ich will zu Baulande. Ich will nicht ungemütlich werden, Kollege. Was? Dann zeig doch mal, wie geschickt du noch bist, nachdem du ein Kind bekommen hast, Madeline. Unterschätzt niemals Mütter. Curve. Curve, wir auch. はじめよう。フォークをたたえよう。作戦即決。ポーズお願いします。それ。ちょっとした取引さ。頬を垂れろ。
Säuberungsmodus deaktiviert. Paimon, Shiro, das seid ihr ja. Ihr habt ja Onkel Rocha und Kevin mitgebracht. Euch scheint ja alles glatt gegangen zu sein. Aber wir sind auf ein paar kleine Schwierigkeiten gestoßen. Frau Madeline und Kevins Vater sind beide... Fatui. Entschuldigt, dass wir es vor euch geheim gehalten haben. Wir wollten einfach nur ein ruhiges Leben führen. Fatui? Kevin, wusstest du davon? Ja, eigentlich wollte Papa ja gar nicht von zu Hause fortgehen. Er hatte nämlich einen Auftrag zu erfüllen. Ich habe mich in ihm geirrt. Das sollte der letzte Auftrag von Kevins Vater sein. Er sollte für die da oben die Basis von Dr. Mosso finden. Danach hätte er in den vorzeitigen Ruhestand gehen können. Aber als ihr aufgetaucht seid, überkam mich ein ungutes Gefühl. Ich hoffe, dass er den Auftrag sausen lässt. Warte mal, die Basis finden. Vorzeitiger Ruhestand ist Kevins Vater etwa... Das hätte man beim Hund schon merken müssen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso heißt der Hund so wie... Ja. Der von außen angestellte Baulard. Das ist der Kerl. Wir haben auch gerade erst erfahren, dass Baulard nur ein Deckname ist. Er ist in Wirklichkeit Kevins Vater, Herr Borlande. Das ist ja nicht gerade ein großer Unterschied, deswegen. Ich hatte heimlich Briefe von einem Mann an meine Mutter gelesen, die mit Baulard unterzeichnet waren. Ich wusste nicht, dass es mein Vater ist. Kein Wunder, dass es so kitschig war. Selbst wenn, nicht die Beziehung zwischen allen Beteiligten sind schon kompliziert genug. Als wir gerade von diesem Fatui aufgehalten worden sind, hat er die Situation ausgenutzt und ein paar Gegenstände aus der Kiste herausgeholt. Da eine Gestalt, die sich in der Ferne aus dem Staub macht. Oh, das ist Papa. Papa flüchtet. Schnell hinterher, lasst ihn nicht entkommen. Schon wieder. Oh, guck mal. Treppen, ne? Schlimm sowas. Lasst mich. Hört auf, mich zu verfolgen. Warum müsst ihr auch immer hinter mir her sein? Naja, die anderen sind halt nicht so dumm. Und wir wollen wissen, warum du immer wegläufst. Es hat keinen Sinn, Baulande. Madeline, wieso bist du dieses Mal? Ich habe mich erkundigt. Der Auftrag kommt von einem der Elf und ein gefährlicher noch dazu. Einer der Elf? Welcher? Ich weiß es nicht, aber das ist nichts, bei dem wir uns einmischen dürfen. Wir sind nur Agenten von außen, Baulande. Selbst als Agent von außen bin ich einer der Besseren. Ich weiß auch nicht, wer den Brief mitgehen lassen hat, aber er hat den Umschlag zurückgelassen. Jedenfalls verspreche ich dir, dass ich zurückkommen werde. Das ist das letzte Mal. Selbst du bist dagegen? Baulande, du hast schon oft genug... genug getan. Überlass die Angelegenheit diesen Agenten und komm zu uns zurück. Wir können an einen Ort ziehen, wo uns niemand kennt. Herr Borlande, hör auf zu zögern und entscheid dich. Mich entscheiden? Na gut, dann werde ich... Warte, wer bist du nun wieder? Ich... Wechsle nicht das Thema, Herr Borlande. Glaube nur nicht, dass du eine Wahl hättest. Wir sind nicht deine Freunde. Du, ach na gut.
Eigentlich möchte ich auch Zeit mit meiner Familie verbringen. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Hier, nimm den Kopf von Herrn Arthur. Wunderbar, Papa ist zurück und Herr Arthur ist auch wieder ganz. Meinst du den Schatz? Dafür sind wir zwar hergekommen, aber in der Kiste war nur der Kopf. Möglicherweise befindet sich ja der Schatz an einem anderen Ort. Unmöglich, wir haben nachgesehen, aber an den anderen zwei Stellen ist er auch nicht. Auch nicht? Da stimmt wohl etwas nicht. Sollte da nicht etwas über die Zeitung stehen? Will Frau Melo etwa die Zeitung einschüchtern und hat überhaupt keinen Schatz in die Truhe gelegt? Warte, Frau Melo? Welche Frau Melo? Das ist jetzt seine Frau, oder wie? Na, Frau Melo Lombroso. Lombroso? Ja. Warum heißt der Hund wohl auch so Lombroso, ne? Jemini, Onkel Rocha, wieso heißt dein Hund auch Lombroso? Das eigentlich ist Milo Lombroso, meine Frau. Tatsächlich hatte ich den Namen meiner Frau angenommen. Aber nachdem sie mich rausgeworfen hat, da habe ich mich geschämt, ihn zu behalten. Aber um meiner Sehnsucht nach ihr Ausdruck zu verleihen, habe ich meinem lieben Hund, meinem Begleiter, diesen Namen gegeben. Himmel noch eins. Vielleicht sollte ich mich ja nicht einmischen, aber als Frau versichere ich dir, dass deine Geliebte diese Art von Sehnsucht bestimmt nicht gut heißt. Aber Kevin hat doch auch den Namen deines Mannes verwendet. Ich war ein Problemkind. Wo da liegt das Problem, wenn ein Problemkind einen problematischen Namen verwendet? Was? Oh, ich verstehe, du bist also auch problematisch. Du bist ein Problemonkel. Onkel Rocha, nur um sicher zu gehen, deine Frau Melo Lombroso und Melo Lombroso, die Enkelin von Dr. Mosso, sind ein und dieselbe Person? Ganz genau, richtig. Wie gesagt, die Familie meiner Frau war früher sehr wohlhabend. Das ist die Familie dieses Dr. Mosso. Was ist los? Na toll, jetzt sind die Verhältnisse von allen komplett verstrickt. Hoffentlich bist du mental darauf vorbereitet, dass deine Frau die Übeltäterin in diesem Fall sein könnte. Das ist unmöglich. Sie ist so rein, so elegant, so kultiviert. Ich schwöre, das ist absolut unmöglich. Das glaube ich nicht. Ihr müsst euch irren. Selbst wenn ich ein Verbrecher bin, sie ist es auf keinen Fall. Onkel Rocha, Chefredakteurin auf Rasi, müsste sich bereits mit deiner Frau in Verbindung gesetzt haben. Wir müssen jetzt zurück zur Zeitung gehen. Möchtest du mitkommen? Ich gehe nicht mit. Das ist vollkommen unnötig. Meine Frau ist sowieso keine Verbrecherin. Na gut, Onkel, anscheinend hast du ein weiteres Problem, aber ich glaube, eines Tages wirst auch du Antworten finden und dann wirst du zu einem Antwort-Onkel. Antwort-Onkel? Also gut, Kevin, wir müssen jetzt auch zurück und unseren Umzug vorbereiten. In Ordnung, Papa. Mach's gut. Ich werde euch vermissen.